her. Wumm und zack. Jeder kann tanzen lernen. Davon ist Lisa Ludwar von der Tanzschule Steuer in München überzeugt. Der Anfängerkurs rappelvoll. Wenn natürlich Ballsaison ist, dann merken wir das schon. Da bieten wir auch Extrakurse an, dass die Paare sich dann genau eben auf so ein bisschen klassischere Tänze spezialisieren können. In den 60er Jahren waren Bälle das gesellschaftliche Ereignis. Kaum Platz auf der Tanzfläche. Auch Marion und Thomas holen sich für die Ballsaison den letzten Schliff. Vor einem Jahr hat er sie zu einem Tanzkurs überredet. Seitdem sind sie dabei. Denn Tanzen macht glücklich. Vielleicht nicht gerade nach der ersten Stunde. Auch nicht nach der zweiten. Aber auch nicht nach der zweiten. Aber spätestens, sage ich mal, wenn du den Anfängertanzkurs absolviert hast, und dann bereit bist für den nächsten Kurs, dann sprießen also die Glückshormone. Kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang. Mit den Glückshormonen haperte es damals noch. War doch der Tanzkurs der Eintritt ins Erwachsenenalter. Die Hände meist schweißnass, die Schrittfolgen für viele ein Kampf. Ich habe mit der Frau einen Tanzkurs mitgemacht. Und als wir fertig waren, habe ich gesagt, jetzt können wir tanzen, jetzt braucht man nicht mehr tanzen. Also ich war schon mit 12 so groß wie jetzt und habe ein abstehendes Ohr und habe 42 Schuhgröße. Ich war immer Außenseiter und alle Jungen durften wählen und ich saß da immer blöd rum. Und ich habe immer so eine Angst gehabt, also danach habe ich nie wieder getanzt. Spaß am Tanzen, das soll heute vermittelt werden. Die Zeiten, wo man stur auf die Füße schaute, sind längst vorbei. Was sich jetzt eigentlich im Unterricht auch so ein bisschen weiterentwickelt hat, ist, dass wir gefühlt so von oben nach unten tanzen. Die Information, die beim Mann im Kopf anfängt, sollte sich so in den Oberkörper der Dame übertragen. Und dann brauchen wir uns um die Füße eigentlich nicht mehr so viele Gedanken machen. Dann wird sozusagen der Partner zur Hauptsache und die Füße zur Nebensache. Endlich das Erlernte in die Tat umsetzen. Marion und Thomas an diesem Wochenende beim Ball der Sterne im Deutschen Theater. Walzer, Swing, sie schlagen sich tapfer. Nur einmal setzen sie aus. Ich habe gemerkt, beim Tango habt ihr gekniffen. Warum das? Das war der internationale Tango, den können wir noch nicht so. Den argentinischen, der geht, weil der internationale ist mit dieser Wippe. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Da geben wir den Leuten Platz, die es können. Bis zum nächsten Ball werden Marion und Thomas sicherlich auch diesen Tanz beherrschen.